Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich mache mich gerade fertig. Heute ist Montag. Ich habe heute nämlich keine Uni. Ich habe montags nie Uni. Und deswegen mache ich mich gerade fertig, weil ich mich jetzt gleich mit Emily treffe zum Shooten. Wir machen ein paar Bilder und ich helfe ihr bei einer Kooperation. Nicht wundern, ich habe ein bisschen meine Stimme verloren am Wochenende. Und deswegen klinge ich so. Ich bin gerade dabei, mir Outfits rauszusuchen, weil wir mehrere Outfits shooten wollen. Das muss ich jetzt machen und in 20 Minuten treffen wir uns. Und dann shooten wir erstmal ihre Kooperation und dann, ja. Okay, ich habe jetzt meine Outfits geplant. Also das erste ist auf jeden Fall mal das. Graue Anzugshose, dieses schwarze Off-Shoulder-Oberteil. Dazu habe ich meine Axt an. Dann habe ich einmal schwarzer Pulli mit diesem beigen Minirock und dazu so hohe Socken und Sneaker. Oder auch die Axt, ist eigentlich egal. Und dann habe ich einmal diese beige Parachute-Hose mit dem Cable-Knit-Sweater und Sneakern oder auch meine Axt. Ich überlege, ob ich noch meine Boots mitnehme. Und dann habe ich noch zwei Schals dabei, weil hier drauf könnte ich auch noch ganz guten Schal als kleines Accessoire nehmen. Und meinen hellgrauen Pulli habe ich auch dabei, falls ich den hier drüber ziehen will, um das Outfit nochmal ein bisschen aufzulockern. Das packe ich jetzt alles mal in die Tasche. Das ist jetzt kurz vor eins. Heißt, Emily kommt gleich und dann gehen wir los zum ersten Stopp. Okay, ich bin jetzt ready. Wir gehen gleich los und deswegen gehe ich jetzt schon mal runter. Und jo, ich nehme euch ein bisschen mit beim Shooten. Also wir waren jetzt gerade bei unserer ersten Location im Café. Hier ist übrigens Emily. Hallo. Und haben da ein paar Fotos gemacht und ein Reel für Emily. Jetzt sind wir bei der zweiten Location. Hier ist so ein Zebrastreifen. Gerade am Boxhagener Platz. Und da machen wir jetzt weiter. Der Grind ist on mit Pulli bei 23 ja. Grad. Ja, wirklich. Sommer ist back in Berlin. Wir haben auch hier beide unsere gefühlt Koffer. Also wir sind jetzt im Miles Auto zurück und ja, wir hatten einen ziemlich produktiven Tag, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wir haben beide drei Outfits, oder? Ja, ich glaube auch. Drei Outfits geshootet, Reels, hier war unser Zebrastreifen. Wir waren richtig motiviert. Ja, war sehr produktiv, werden wir auf jeden Fall öfter machen. Sehe ich auch so. Okay Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen länger wieder zu Hause, hab mal ein bisschen gechillt. War echt sehr produktiv und richtig gut mit Emily, aber natürlich auch anstrengend. Und jetzt geht's aber gleich weiter, weil ich mich mit Marlene nochmal treffe. Und wir gehen zu Ikea. Sie ist ja gerade umgezogen und braucht noch ein paar Sachen und ich kann auch ein paar Sachen gebrauchen. Das heißt, ich gehe jetzt mal, ich habe gerade meinen Granola gesehen, das liegt da immer noch rum. Muss ich mal einpacken. Ja, wir gehen zu Ikea. Ich nehme euch auch da natürlich wieder mit. Das ist mein Fit. Oh, ich dachte, ich kann meine Haare vielleicht in der Klammer lassen, aber let's go. Okay,
wir gerade wirklich eine halbe Stunde lang hier standen und Videos gedreht haben. Und wirklich in diesem Wagen, die ganz hergefahren sind. Und wir haben auch ehrlich viel zu viel. Also ich meine, der meiste Stuff ist eh meins, aber ich hab auch it's a lot. Also Leute, von mir kriegt ihr auf jeden Fall ein Ikea-Haul später. Von Marlene könnt ihr vielleicht auf TikTok mal gucken. Vielleicht habe ich sie da eingepostet. Es ist jetzt mittlerweile schon 20.16 Uhr und ich hab echt Hunger. Ich habe heute irgendwie nicht wirklich viel gegessen. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Jetzt haben wir noch gegessen und noch ein bisschen was geschaut und ich bin jetzt im Bett, ready to sleep. Heute war echt cool, aber auch anstrengend und natürlich produktiv. Ich mache euch morgen dann noch den Ikea-Haul. Nehme euch weiter mit über die Woche. Jetzt mittlerweile 15.40 Uhr oder so. Bin schon wieder zu Hause von der Uni. Ich muss sagen, heute Morgen hatte ich nicht so einen guten Morgen irgendwie. Es war einfach nicht so nice. Ich habe auch meine Tage bekommen gestern und war irgendwie heute Morgen ein bisschen moody. Und dementsprechend auch nicht dann so im Filmmodus. Ist jetzt aber auch wieder alles gut. Und ich bin wieder zu Hause von der Uni. Ich mache gerade eine kurze Pause. Und ich gehe jetzt gleich weiter, weil ich mich mit Marlene treffe. Das Gefühl, Marlene ist so dauerhaft in meinen Vlogs. Wir hocken auch irgendwie voll aufeinander, seit sie hier wohnt. Wir gehen heute Abend zusammen auf ein Event und machen uns davor zusammen fertig. Ich habe gerade meine Sachen eingepackt und muss mich jetzt eigentlich nur noch auf den Weg machen. Heute ist richtiges Regenwetter. Im Gegensatz zu gestern. Gestern war ja richtig sonnig, aber übrigens heute Kampagnenplanung. Das war eigentlich ganz cool. Und interessant, und wir haben nächste Woche schon einen Call mit der Firma, für die wir das eben planen, was wir in dem Modul machen. Ich bin sehr gespannt darauf. Und ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall den Nachmittag über nochmal öfters melden und euch dann natürlich auch auf das Event mitnehmen. Das ist eine Fashion Show von S. Oliver x BVG, also die öffentliche Verkehrsmittelgesellschaft hier in Berlin. Bisschen weird irgendwie, aber ich bin sehr gespannt. Das könnte, glaube ich, richtig cool werden. Das ist am Potsdamer Platz. Und ja. Scheiße gezogen. Aber das ist unscha. Ja, aber ging voll gut. Ja. So, das ist jetzt mein Outfit of the Day. Heute ist Mittwoch. Ich fahre jetzt in die Uni. Ich habe Modegestaltung. Da nähen wir heute wieder an unserem Projekt weiter. Und ja, mein Outfit ist ein bisschen boring. Ich habe einfach
meine Boots, eine schwarze Leggings und so einen schwarzen Strickpulli an. Das ist eh nur für die Uni. Und ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich bin wieder zu spät mal wieder, wie immer. Aber gestern Abend, das Event war echt cool. Wir waren noch bis um, ich glaube, um 2 oder so war ich zu Hause. Also war noch relativ lang. Und ja, war eigentlich echt ganz cool. Cartoons, Dark or Night, Nightly News, Nostalgia coming through, where it's just me and you. We think of everything in blue. White or red. Wir machen jetzt Zimtschnecken. Maja zeigt mir jetzt das beste schwedische Rezept. Wenn es gut ist, verlinke ich es. Okay, wir haben jetzt den Zimtschneckenteig fertig. Der ist jetzt am Gehen. Und jetzt machen wir ein bisschen was für die Uni, weil wir für Eventmanagement morgen eine Präsentation halten müssen. Und das machen wir jetzt. It's not the life we chose. It's not just me and you. We think of everything. Leute, es ist jetzt mittlerweile schon 19.29 Uhr. Maja war eigentlich den ganzen Tag hier, weil wir an einem Uni-Projekt gearbeitet haben. Wir haben ja auch Zimtschnecken gebacken. Und jetzt mache ich mich gerade noch ganz spontan auf den Weg zu einem Event, bei dem ich jetzt gerade noch eingeladen wurde. Und ja, ich bin sehr gespannt. Alright, ich bin jetzt wieder home und es ist 22.20 Uhr. Ich muss jetzt mal noch was zu essen kochen. Uni-Vlog. Hallo Leute, wir sind in der Uni. So Leute, wir haben eine Präsentation gehalten. Und jetzt sind wir beide durch den Wind. Ich bin total Knockout, jetzt muss ich mich erstmal schminken. Heute ist Freitag und wir sind heute bis abends in der Uni. Ich hab jetzt noch die Eyebrows. Eyebrows und mach uns eine Make-up-Routine, Maja. So. Was benutzt du? Bahama Mama Bronzer und den besten Concealer der Welt. Also, teureren kann ich mir einfach nicht leisten. Lipgloss, der ist aus Schweden. Ich kann auch Lipgloss. Und guck, so machen das doch die. Das ist auch super. Ah, oh, ich habe so meinen Zahn gemacht. Brennt der? Ja. Die denken sich so gleich, wer kommt da in den Raum? Kenn ich noch nie gesehen. Ich höre einen TikTok-Tanz heute Woche. Mit mir? Ja. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Ich will trotzdem einen TikTok-Tanz machen. So, ich bin von der Uni zu Hause und bin jetzt aber auch gerade schon wieder auf dem Weg nach draußen. Und zwar gehe ich jetzt zu Marlene, weil wir heute Abend feiern gehen. Sie hat heute ihren Geburtstag. Nicht, als würden wir einen Grund brauchen zum Feiern, aber ja. 19.41 Uhr, ich habe meine ersten Sachen gepackt. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich denke, wenn ich dann bei Marlene bin, werde ich auch wieder ein bisschen mitfilmen. Ja. Uni war heute eigentlich ganz gut. Wir hatten zwar ein Modul, das war relativ lang, aber es war eigentlich ganz cool. Yes.